Cindy, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Cindy präsentiert sich ja hier gerade ganz schön. Wie gesagt, 3 Jahre alt, so 3 bis 4 Jahre oder 2 bis 4 Jahre lang werden unsere Corona-Kinder hier mit Muttermilch versorgt. Das ist in der Natur natürlich auch so und immer unterschiedlich. Noch nimmt sie sich das von Bibi. Ich habe ja ganz gut sehen, Bibi passt ganz genau auf, dass Killer ihr nichts klaut. Aber du kriegst ja auch genug, ne? Und anfangs werden die Gorilla-Kinder noch auf der Brust vorne getragen. Das schützt sie natürlich so ein bisschen. So, genau, zu Tilla nochmal. Und zwar konnten sie ja ganz gut beobachten, dass sie sich gerne auf der Brust rumtrommelt oder generell hier so ein bisschen imposant über die Anlage rennt. Das hat sie sich von ihrem Papa abgeguckt. Das macht sie ganz gerne mal nach. Tatsächlich hat Sandro auch die Angewohnheit, einen Jutesack oder einen Stock hinten auf dem Rücken über die Anlage zu tragen. Wir wissen nicht, warum er das macht. Das macht er einfach aus, ja, also das war eine Angewohnheit. Tilla hat sich das auch abgeguckt und nimmt er natürlich dementsprechend ihre Größe anpassend einen kleineren Stock und läuft dann auch ganz stolz damit über die Anlage. Aber trommelt sich auch gerne auf der Brust rum. Das machen Silberrücken ja auch, um oder gegen Konkurrent so ein bisschen zu zeigen, dass er der Stärkere ist. Auch wenn der Sango jetzt, wie gesagt, nicht mehr da ist, werde ich ihm trotzdem so 1, 2 Sachen noch über Silberrücken erzählen. Der kann tatsächlich auch aus der Ferne dann beurteilen, wenn ein anderer Silberrücken das macht, wie stark derjenige ist und ob es sich lohnt, mit dem in Konkurrenz zu treten. Und da ich das noch gar nicht erwähnt habe, unsere westlichen Flachland-Gorillas kommen natürlich aus dem Regenwald Kongos. Heute ist es ein bisschen durchwachsen. Wenn es denn jetzt auch mal regnen sollte, werden sie unsere Gorillas wahrscheinlich eher innen antreffen, denn sie mögen tatsächlich den Regen nicht so. Schmeißt ihr denn hier mit dem Schmuck? Und nutzen aber auch trotz alledem gerne rechts und links die Buchten und verziehen sich dort, denn der Hunger treibt es dann doch ein. Gerade der Sango holt sich dann doch lieber gerne sein Futter ab und setzt sich dann unter die Plattform und frisst da. Wie gesagt, sie kommen aus dem Regenwald Kongos, da Gorillas zur Nacht sich immer Schlaflager bauen aus Laub, was unsere machen müssen. Sie können die Holzwolle nutzen, die wir drin haben. Verziehen sich die Weibchen und die Jungtiere nach oben, wobei der Silberrücken tatsächlich am Boden schläft, um seine Gruppe zu beschützen, falls ein Feind bzw. ein Konkurrent auftauchen sollte. Kann er das deutlich besser und schneller natürlich. Und er kann seine Gruppe mit einem Duft warnen. So ist der Konkurrent nicht gewarnt, aber seine Gruppe rechtzeitig, um sich dann in Sicherheit zu bringen.